Tag und herzlich willkommen zu diesem Teil unseres Kurses über die Energietechnik. Wir wollen uns jetzt in diesem Video und den folgenden Videos mit der Einführung in die Energietechnik, den Grundlagen der Energietechnik beschäftigen. Also, was für Energieformen gibt es? Wie unterscheidet man diese? Was sind typische Energieeinheiten? Wie sehen Energiekennzahlen aus, um Anlagen zur Energieerzeugung, zum Energieverbrauch zu bewerten? Was gibt es da an wesentlichen Parametern? Einsteigen wollen wir mit den unterschiedlichen Energieformen, die man in der Energietechnik oder der Physik unterscheidet. Das heißt also, welche Form, ja, kann die Energie annehmen? Wie tritt sie auf, um sie dann nutzbar zu machen? Da wollen wir uns auf die wesentlichen vier Energieformen beschränken. Und uns dann gucken, wie diese Energieformen ineinander umgewandelt werden können. Angefangen natürlich mit der mechanischen Energie. Das heißt also der Bewegungsenergie von Körpern. Das kann also die kinetische Energie sein. Das ist die potenzielle Energie, also die Lageenergie, wie man das bei einem Wasserkraftwerk zum Beispiel kennt. Das ist die Rotationsenergie, also wenn ein Körper in Rotation versetzt wird, auch dort ist Energie gespeichert, die kann genutzt werden. Das wird zusammengefasst unter dem Punkt der mechanischen Energieform. Dann haben wir die elektromagnetische Energie. Die elektromagnetische Energie umfasst dabei sowohl den elektrischen Energieanteil, also Stromfluss, aber natürlich auch damit immer gekoppelt den magnetischen Anteil, dadurch, dass die elektrische und magnetische Felder miteinander gekoppelt sind, nicht unabhängig voneinander sind in der Physik, fassen wir das jetzt zusammen unter dem Überbegriff der elektromagnetischen Energie. Wir haben als dritte Energieform die chemische Energie. Das heißt also die Energie, die gespeichert ist in Molekülen oder sogar Atomen über die Bindung in diesen Molekülen, die man nutzen kann, um Energie zu speichern oder dann umzuwandeln in andere Energieformen. Und dann die vierte Energieform, die wir uns noch ansehen wollen, das ist dann die thermische Energie und die Wärmeenergie. Das heißt also, durch die Verbrennung entsteht Wärme. Und diese Wärme lässt sich natürlich auch nutzen, um diese Energieform dann auch wieder umzuwandeln in weitere Formen. So, diese vier Energieformen, die lassen sich jetzt miteinander, also ineinander umwandeln. Natürlich von der Definition und auch von der Begrifflichkeit her, so dass wir Energie jetzt nicht erzeugen oder vernichten können, sondern nur umwandeln. Umgangssprachlich meint man nicht mit der Energieerzeugung in der Regel halt das Bereitstellen von Energie, das heißt der Umwandlung von Energie in eine andere Form, um sie dann nutzbar zu machen. Dahinter steckt natürlich immer also physikalisch die Energiewandlung oder Energieumwandlung. Wir werden hier aber auch regelmäßig die umgangssprachliche Formulierung verwenden, dass wir einfach von Energieerzeugungseinheiten sprechen, obwohl damit natürlich immer Energiewandlungseinheiten gemeint ist. Also wir können jetzt diese einzelnen Energieformen ineinander umwandeln und zwar immer in beide Richtungen. Ich werde das jetzt mal hier durch die Pfeile andeuten. Dass wir jetzt also hier die mechanische Energie natürlich in elektromagnetische Energie umwandeln können durch Induktion. Und das heißt also, wenn wir jetzt ein Leiterkabel, ein Stromkabel in ein Magnetfeld bewegen, also mechanische Energie aufwenden, erzeugen wir damit einen Stromfluss in dem Kabel. Das ist also dann die elektromagnetische Induktion. Wir wandeln die mechanische Energie, die Bewegungsenergie des Kabels um in elektromagnetische Energie. Kennt man dann aus dem Dynamo beim Fahrrad, also an sich drehender Spule in einem Magnetfeld führt dazu, dass elektromagnetische Energie erzeugt wird. Diesen Prozess können wir natürlich auch umkehren. Das heißt, wir können natürlich die elektromagnetische Energie dazu nutzen, mechanische Energie zu erzeugen. Das ist also die elektromagnetische Anregung. Magnetische Anregung. Das heißt, also wir können natürlich auch die elektromagnetische Energie nutzen, um einen Körper in Bewegung zu versetzen. Auch das normalerweise in Rotation über Wechselstrom
dass wir in der Lage sind, also den Wechselstrom umzuwandeln in eine Rotationsbewegung eines Körpers, die wir dann wieder nutzen können, damit wir einen Körper in Bewegung versetzen. So, was haben wir dann noch, wenn wir jetzt die mechanische Energie mit der chemischen Energie zum Beispiel koppeln wollen? Auch das ist natürlich möglich in beide Richtungen. Auch das wollen wir uns mal eben einmal angucken. Wie sieht das aus? Also das heißt, wir können einmal die chemische Energie in mechanische Energie umwandeln. Das ist im Prinzip die Kernumwandlung, wenn wir das mal so zeichnen wollen. Wobei das jetzt kein klassischer Weg ist. Normalerweise, wenn man chemische Energie in mechanische Energie umwandelt, geht man den Weg über die anderen Energieformen und bleibt dann, landet am Ende dann bei der mechanischen Energie. Umgekehrt der Prozess, wie kann ich mechanische Energie in chemische Energie umwandeln? Das ist im Prinzip die Muskelkraft. Das heißt also, wenn ich jetzt Liegestütze mache, führt das dazu, dass der Körper diese Bewegungsenergie, die ich ausführe, dazu nutzt, um Muskelmasse aufzubauen. Das heißt also, es werden organische Verbindungen geschaffen, gestärkt, dass also darüber dann Energie gespeichert werden kann, in chemische Energie. Was haben wir noch? Wenn wir jetzt die chemische Energie mit der thermischen Energie verknüpfen wollen, auch das ist natürlich möglich. Das ist also der Verbrennungsprozess. Das heißt also, wir nutzen die Energie, die in einem Molekül gespeichert ist, und durch Verbrennung erhalten wir dann, also durch die chemische Reaktion, die exotherme Reaktion, bekommen wir thermische Energie, die wir dann nutzen können, also Wärmeenergie. Umgekehrt lässt sich natürlich auch thermische Energie nutzen, um daraus dann chemische Energie zu machen. Das ist also die Dissoziation oder die Vergasung von Stoffen. Vergasung oder Dissoziation. So, und dann haben wir noch die letzte Verknüpfung, die wir uns jetzt hier ansehen wollen, die Umwandlung der elektromagnetischen Energie in die thermische Energie. Also gucken wir uns das auch nochmal einmal an, wie das aussieht. Das ist also einmal der elektrische Widerstand. Das heißt, der Stromfluss durch einen Widerstand führt dazu, dass sich dann das thermische Energie entsteht. Das Element, das elektrische Element, heizt sich auf, und dadurch bekommen wir dann thermische Energie oder Wärmeenergie. Umgekehrt, wenn wir jetzt also von der thermischen Energie in die elektromagnetische Energie übergehen, das ist die Strahlung. Also die Wärmestrahlung, ein warmer Körper, ein heißer Körper, strahlt Wärme ab. Das sind Photonen, also elektromagnetische Wellen, die ausgesendet werden in einem bestimmten Frequenzbereich. Das ist nicht im sichtbaren Bereich, sondern im Infrarotbereich, also langwelliges Licht, was ausgestrahlt wird. Und diese Strahlung können wir natürlich einsetzen, um damit Prozesse anzustoßen. Das lässt sich natürlich entsprechend auch realisieren. Na gut, und da gibt es natürlich noch die Kreuzverbindung, auf die möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht noch eingehen. Also die Umwandlung der chemischen Energie in die elektromagnetische und umgekehrt. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, wir haben also alle Pfade, die wir nutzen, um diese unterschiedlichen Energieformen ineinander umzuwandeln, direkt oder indirekt. Und was jetzt passiert in den, bezeichnen wir sie ruhig als Energieerzeugungsanlagen, also zum Beispiel in einem Kohlekraftwerk. Was passiert? Wir gehen von der chemischen Energie aus, also die Energie, die in dem fossilen Brennstoff gespeichert ist, die wird durch Verbrennung in thermische Energie umgewandelt. Die thermische Energie, das heißt, der Heißdampf, Wasser wird verdampft unter hohen Drücken. Das heißt, wir speichern also dann die thermische Energie durch den Verbrennungsprozess in mechanische Energie, indem wir nämlich ein sehr heißes Gas haben, was eine Turbine antreibt in dem Kraftwerk, und die Rotation der Turbine durch Induktion führt in dem Generator dann zu elektromagnetischer Energie. Also wir bekommen Strom, den wir dann ins Stromnetz einspeisen können. Das heißt, wir gehen also diesen Pfad hier einmal, um aus der chemischen Energie unter Verlusten natürlich
am Ende die elektromagnetische Energie zu bekommen, die aus Sicht der ja, Energietechnik, ich will es mal bezeichnen, als die höchste oder höchste Güteform der Energie ist, weil wir die elektromagnetische Energie sehr leicht transportieren können. Wir können sie relativ einfach speichern mit geringen Verlusten. Und wir können diese elektromagnetische Energie auch wieder nutzen, um sie in andere Energieformen wieder umzuwandeln. Also um dann aus dem Strom dann wieder mechanische Energie zu machen in einem Fertigungsprozess. Deswegen ist eigentlich das Ziel in der elektrischen Energietechnik immer, diese Form der Energie zu erzeugen. Und im Zuge der Sektorenkopplung, Energiewende, ist das Ziel alles hauptsächlich Strom zu erzeugen, weil wir diesen Strom halt, wie gesagt, sehr leicht erzeugen, sehr leicht verteilen können, sehr effizient verteilen können und am Ende dann auch wieder rückumwandeln können in verschiedene andere Energieformen.